Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor kurzem haben wir darüber berichtet, was Tim und Sophie erlebt haben, wo sie am Samichlaus im Wald begegnet sind. Für die die Geschichte verpasst haben, hier noch mal eine Zusammenfassung. Es ist kurz vor Weihnachten und auch der Samichlaus mit seinem Esel hatte eigentlich schon alles parat. Und dann ist das passiert. Der böse Zauberer Sarastos hat alle Spielsachen gestohlen, die das Christkindli und ich Mondenkinder wollten bringen. Alle Büstie, auch der herzige Bär mit seinem samtweichen Fell. Und alle Baby, auch das mit den Schlafaugen, wo Mama und Papa sagen. Ja. Er ist damit auf den Planet Jusos geflüchtet und dort kann er mich nicht mehr verwünschen. Bist du sicher, dass das Ding fliegt? Genau weiss ich es nicht, aber wenn nicht, haben wir die Spielsachen endgültig gesehen. Als fertig montierte Tischstadion mit der handbemalten Spieler. Und alle Autos, auch der Traktor mit Anhänger, samt Batterie für die Fernbedienung. Inzwischen haben sie ja bestimmt im GOB-Spielsachen-Prospekt nachgelesen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wie Sophie und Tim einem bösen Zauberer Sarastos ins Netz gegangen sind und sich dann aber dank dem selber gebauten Mikrobeamer wieder befreit haben. Und darum wisst ihr ja, dass alles nur ein böser Traum war. Die Spielsachen von GOB sind nämlich wieder da bei mir. Auch spannende Puzzle, elektronische Spiele und Instrumente. Alles zu preisen, wo natürlich auch den Eltern, einem Grossi oder einem Götti eine Freude machen. Neben diesen Spielsachen ist bei GOB jetzt natürlich auch sonst einiges auf die Festtage ausgerichtet. Im grossen Weihnachtsmagazin hat es unter anderem eine ganze Reihe von feinen Rezeptvorschlägen für gelungene Festtage. Zuerst gibt es jetzt aber nochmal Familienküche für jeden Tag. Und auch die kann ja bekanntlich alles andere als langweilig sein. Grüezi miteinander. Geschälte Servelade der Länge noch einschneiden. So, dass beide Enden noch gut zusammenheben. Greierzer und Speck in Stäbli schneiden. Peperoni entkernen. Ein Beerenviertel, das Kerngehäuse entfernen und ebenfalls in Stäbli schneiden. Die Servelade abwechslungsweise mit diesen Zutaten füllen und in eine Gratinform legen. Und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad backen. Bevor Peperoni oder Beeren zu dunkel werden, einfach mit Alufolie abdecken. Und wenn Sie das Rezept ausprobieren, werden Sie verstehen, warum allein bei GOB jeden Tag 49'000 Paar Servelat gekauft werden. Es steht übrigens wie jede Woche in der GOB-Zeitung. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Wie immer jetzt noch ein Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionsangebote. Ein grosser Beutel Festtagsschocke kostet 9,90 €. Und Kaffiram im Multipack kommen Sie für 2,45 € über. Mit der GoProfit-Karte gibt es von Piero Lusso Vienetta Cappuccino und Vanilleglasse für 3,95 €. Ebenfalls mit der Karte können Sie von einem speziellen Angebot von Gillett profitieren. In eine neue Welt. Mach 3 von Gillette. Das erste 3-Klingen-Rasiersystem. 3 Klingen. Stufenweise ausgerichtet, um sich Ihrem Bart schrittweise zu nähern. Sie machen einen Zug, er macht 3. Sie müssen dieselbe Stelle weniger nachrasieren. Das bedeutet weniger Hautirritation. 3 Klingen. Weniger Züge. Weniger Hautirritation. Mach 3 von Gillette. Das komplette Mach 3 Best of Gillette Set offeriert mir Ihnen jetzt, wie gesagt, zum Profitierpreis 7 Franken günstiger. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Eine fantastische Reise auf den Planet Jusos und ins Spielzeugland von GoB haben wir heute zusammen mit dem Tim und der Sophie unternommen. Heute in einer Woche legen wir dann los mit dem Festtagsrezept von Armin Amrain. Das war es für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.